Zell am See Mitte April. Während im Tal der Frühling unaufhaltsam voranschreitet, liegt auf den Bergen noch immer viel Schnee. Wir sind zu Besuch auf der Großglockner Hochalpenstraße, wo momentan noch die Wintersperre gilt. Seit 9 Tagen sind die Schneefräsen im Einsatz, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Werkstättenleiter Peter Embacher gibt uns einen kurzen Zwischenstand zur diesjährigen Schneeräumung. Ja, wir haben begonnen am 8. April mit der Räumung von beiden Seiten. Ein Räumtrupp von Heiligenblut aus und ein Räumtrupp von Fusch aus. Und heute haben wir den 9. Schneeräumtag und sind mittlerweile auf beiden Seiten kurz vorm Hochtor. Trotz der intensiven Niederschläge Anfang des Jahres sind die Schneehöhen auf der Glocknerstraße in diesem Jahr nicht außergewöhnlich. Die großen Schneemengen, was im Norden und im Westen geschneit hat, hat auf die Glocknerstraße keine Auswirkungen gehabt. Wir haben eigentlich ganz normale, durchschnittliche Schneehöhen, aber trotzdem immerhin Schneehöhen von 8 bis 10 Meter. Damit man die Straße bei solchen Schneehöhen wiederfindet, wird vor der Wintersperre der Verlauf mit Schneestangen markiert. Mit der Pistenraupe wird eine Spur planiert, auf der die Räumgeräte fahren können. Hier setzt man auf altbewährte Technik. Große Schneefräsen mit Raupenlaufwerken, auch Rotationspflüge genannt, welche in den 1950er Jahren vom Erbauer der Straße, Franz Wallack, speziell für die Schneeräumung am Großglockner entwickelt wurden. 4 davon sind bis heute im Einsatz, nicht ohne Grund. Ja, die Wallachflüge sind nach wie vor ein bewährtes Gerät. Man muss mir so das denken, auf der Glocknerstraße liegen eben die hohen Schneemengen und die verschiedensten Schneearten, von einem harten Schnee bis zu einem Kirschschnee, einem windpressten Schnee, einem weichen Schnee, und da kann man mit einem Raupenfahrzeug sich besser fortbewegen wie mit einem Räderfahrzeug. Mühelos überwinden die Fahrzeuge Steigungen bis zu 60%. Das Fahrwerk lässt sich hydraulisch verstellen, so kann man den Aufbau samt Fräskopf dem Gelände anpassen. Die Fräse selbst hat eine Räumbreite von 2,50 Meter. Das Pflugrad schneidet den Schnee herunter und bringt ihn zu den beiden Auswurfrädern, von denen jedes mit einem eigenen 125 PS starken Motor angetrieben wird. Ein dritter Motor treibt das Fahrwerk und das Pflugrad an. Mit den schwenkbaren Auswurfkaminen kann man den Schnee bis zu 40 Meter weit auf beide Seiten werfen. Hier sind Profis am Werk. Das Team ist perfekt eingespielt. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Trotzdem ist und bleibt die Schneeräumung im Hochgebirge eine ernsthafte Angelegenheit. Ja, die große Herausforderung sind natürlich die große Schneemenge, die Schneehöhen und natürlich auch das Gebiet links und rechts von der Glocknerstraße, oberhalb von der Glocknerstraße. Da lauern die Lawinen, die muss man natürlich beobachten, Schneeprofile machen, und wenn es erforderlich ist, dann die Bergführer mit den Gehilfen, da tragen sie den Sprengstoff auf und lösen die Lawinen aus. 2 Bergführer sorgen für die Sicherheit der Arbeiter. Sie sondieren Hindernisse unter dem Schnee und helfen den Fahrern, den Straßenverlauf zu finden. Schicht für Schicht wird die Schneedecke abgetragen, bis die Fahrbahn zum Vorschein kommt. Zwischen 500 und 800.000 Kubikmeter Schnee müssen jedes Jahr von der Straße geräumt werden. In den Anfangsjahren reine Handarbeit. 350 Männer mussten dafür etwa 70 Tage lang schaufeln. Mit Hilfe der Technik schaffen heute 15 Männer die gleiche Arbeit in 15 Tagen. Einen der Wallachpflüge steuert Arnold Stregel, mit 25 Jahren der Jüngste im Team. Für ihn ist es heuer die 4. Schneeräumung. Was reizt ihn an dieser Arbeit? Das ist selber eine Herausforderung, dass man alles schön der Ramp ohne Schwierigkeiten und dass die Maschinen halt gut halten. Ja, mit der Rotationspflug ist natürlich Übung gefragt. Schauen muss man, dass man ja auf der Straße bleibt und nicht rauskommt auf Zeiten. Aber das ist schon super, wenn man mit denen fahren kann. Jetzt zeige ich die Maschinen, wie es zum Starten geht. Okay, dann starten wir mal die Motoren. Als erstes im Fahrmotor, weil der ist am weitesten hinten. Den hört man sonst nicht mehr. Ein rechter Wurfmotor. Linker Wurfmotor. Dann noch ein kleiner Test von den Klappen.
geben wir noch Gas. Da geht's dahin. Die rotierende Frontscheibe sorgt bei allen Wetterverhältnissen für klare Sicht. Ein normaler Scheibenwischer wäre für diesen Einsatz völlig ungeeignet. Mit Schrittgeschwindigkeit gräbt sich die Maschine durch den hart gefrorenen Schnee. Die Räumleistung ist beeindruckend. Nicht zu verachten ist auch der kernige Klang der drei Motoren. Unterstützung bekommen die blauen Oldtimer immer öfter von modernen Traktoren mit großen Schneefräsen, die von den Herstellern hier auf der Großglocknerstraße getestet werden. Für Peter Embacher ist es heuer schon die 41. Schneeräumung. Eine lange Zeit, in der er viel erlebt hat. Ja, es gibt einige Episoden, was man da eigentlich aufschreiben hätte sollen für ein Buch oder was. Früher hat es ja öfter einen Wettersturz gegeben. Dass wir von mir aus am 1. Mai, das war, kann ich mich gut erinnern, mein erstes Jahr, haben wir immer innerhalb von zwei Tagen 2 Meter Neuschnee gekriegt. Da sind wir schon fast beim Fertigwerden, hat es geheißen, Rückzug bis ins Tal, haben wir wieder von Neuschnee Schnee angefangen. Für den 30. April ist der Durchstich geplant. Dann treffen sich die beiden Räumtrupps, die sich von Norden und Süden hinaufgearbeitet haben, im Bereich des Hochtours auf über 2500 Meter Seehöhe. Ab 1. Mai soll die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Lohnend ist ein Besuch in jedem Fall, nicht nur wegen der meterhohen Schneewände am Fahrbahnrand. Ja, liebe Zuseher, die Glocknerstraße ist natürlich reizvoll zu besuchen. Erstens einmal das Panorama, was sehen könnt ihr immerhin, wenn ihr auf der Elweiher Spitze steht, habt ihr einen Überblick auf 30.000er. Mit dem höchsten Berg von Österreich, den Großglockner, mit 3.798 Meter. Wir haben auch noch 13 Informationseinrichtungen, wo Sie sich informieren können über die Fauna, Flora, über die Geologie, ist alles beschrieben, die einzelnen Stationen. Es ist die Natur, ist, wenn man einen schönen Wetter aufwacht, auf der Lebenswert. Ist eine, man kann sagen, eine Erlebnisstraße. Alle Infos zur Großglockner Hochalpenstraße findet ihr übrigens online unter www.großglockner.at und auf der zugehörigen Facebook-Seite. Wie hat euch dieses Video gefallen? Was wollt ihr in Zukunft sehen? Habt ihr auch ein interessantes Thema? Schreibt eure Meinung, eure Wünsche und Anregungen unten in die Kommentare. Wir sind weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, um über verschiedene Themen rund um die Land- und Forstwirtschaft zu berichten. Abonniert unseren YouTube-Kanal, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.